Hi, hier ist der Frank von Wir kochen was, sage ich normalerweise. Ist ja aber heute nicht so. Ich will heute mal das angekündigte Video machen zu Videotechnik. Beziehungsweise bei uns ist es jetzt dieses Mal Ton, weil wir wollen so ein bisschen rausgehen. Ich habe mir so einen anamorphen Vorsatz für mein iPhone gekauft und auch noch eine anamorphe Linse für meine Kamera. Und damit wollen wir halt, oder wir nicht, also ich so ein bisschen rumspielen. Und dementsprechend muss ich mir jetzt überlegen, wie wir draußen filmen. Ich blende jetzt mal ein Bild hier ein, mit was für einem Setup wir hier drinnen arbeiten, wenn wir unsere Kochvideos machen. Und wenn wir rausgehen, muss ich halt was anderes machen. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn wir rausgehen, ist natürlich schön, eine große Kamera mitzunehmen, kannst schön mit den Brennweiten rumspielen. Das kann ich aber mit meinem iPhone auch. Von daher, das iPhone kann auch 4K. Ich kann meine anamorphe Linse da drauf setzen und kann da diesen doch verhältnismäßig in meinen Augen geilen Style herstellen. Von daher, ja, will ich damit ein bisschen draußen arbeiten. Meine Kamera bleibt hier drin. All I feel is blue. So, jetzt ging meine Überlegung los. Wenn ich rausgehe, die Luft ist in Bewegung, dann habe ich sofort unschöne Geräusche auf dem Telefon, auf der DJI und das gleiche gilt natürlich auch für meine GoPro. Normal, wenn man ein Videomic benutzt, dann macht man da halt so eine Dead Cat drüber und damit ist das Problem gelöst. Das geht natürlich mit dem Telefon nicht, kann da ja nicht anfangen, jetzt Fell rüber zu ziehen. Außerdem besitzt so ein Telefon mehrere Mikrofone. Das funktioniert nicht. Also brauche ich ein Mikrofon für außerhalb, also was ich extern nutzen kann. An meinem iPhone gibt es dummerweise keinen Anschluss mehr, wo ich direkt mit einer Klinke dran gehen kann. Das Thema ist ja nun schon seit, ich glaube, seit dem 8er vorbei. Also für mich seit dem X, da habe ich mir meine AirPods gekauft und seitdem mache ich mir da auch keine Gedanken mehr drum. So, also musste ich mir jetzt einen Adapter kaufen von Lightning auf Klinke. Habe ich getan. Schon mal die ersten 10 Euro weg. Dann habe ich festgestellt, dieser Standard, der hier hinten dran ist, der nennt sich TRRS. Das heißt, da gehört ein Stecker mit vier Rasten rein, wie man ihn halt für die Headsets benutzt. Wenn man da den normalen Stecker von meinem Videomic draufsteckt, dann funktioniert das nicht. Also braucht man ein anderes Kabel. Das ist dieses. Sieht man auch, hier ist ein grauer Stecker dran. Der hat vier Stufen, der hat drei. Der Dreier gehört ins Mikrofon, der Vierer gehört hier in diesen Adapter hinein und dann kann ich im Endeffekt an mein Telefon gehen und kann mit meinem Telefon und einem externen Mikrofon arbeiten. Wir haben uns hier so ein Teil gekauft, das geht nur bis hier. Da kann man wunderbar das Telefon drin anfassen, dann hat man hier oben so einen Blitzschuh, da kriegt man klasse das Mikrofon drauf gesteckt. Zusätzlich gibt es hier oben auch noch einen Anschluss für ein Stativgewinde und unten drunter auch. Da habe ich ja jetzt schon mal so ein Tripod drunter gemacht. Dann kann man das Ganze auch schon mal hinstellen, was natürlich auch ganz geil ist. Telefon kann man da so reinstecken. Dann wird das hier oben kurz ein bisschen festgezogen. Und dann fliegt da auch nichts hin und her. Also damit kann man auch klasse, wenn man unterwegs ist, Schlaufe ums Handgelenk,
und kann super damit arbeiten. Und das reißt einem auch keiner aus der Hand. Ne? Also so ein bisschen Sicherheit ist da natürlich auch mit bei. Sehr schöne Sache. Dann kommt hier der Leitenanschluss dran und hinten kommt das Kabel auf das Mikrofon. Und somit können wir draußen filmen, zum Beispiel, wenn man so einen anamorphen Vorsatz verwenden möchte. Nun besitze ich ja auch eine kleine DJI Osmo Pocket, mit der ich letztes Jahr schon sehr viel rumgespielt habe und halt auch sehr viele schöne Filme gemacht habe. Das waren so meine ersten Begegnungen mehr mit bewegten Bildern, weil eigentlich komme ich von der Fotografie und habe eigentlich gar nicht so fürchterlich viel gefilmt. Ich habe mal einen Sommerurlaub, als wir unterwegs waren, damals waren die Kameras noch so riesig, habe ich so eine riesen VHS-Kamera von einem Freund gehabt und bin damit den ganzen Urlaub mit der Kamera vorm Kopf durch die Gegend gerannt und habe gesagt, mach ich nie wieder. Habe ich keinen Bock drauf, weil du erlebst ja nur irgendwie Film. Und dann kann ich mich auch gleich hinsetzen und kann mir irgendwelche Videos bei YouTube angucken von anderen Leuten, wie die Urlaub gemacht haben. Also das wollte ich dann nicht mehr. Jetzt gibt es ja mittlerweile so niedliche kleine Teile, mit denen man mal eben zwischendurch irgendwie doch sehr geil filmen kann. Mal eben ans Telefon hat man hinten einen klasse Monitor da dran. So, aber auch das Ding macht Heulen und Brummen, wenn da Wind drauf kommt und es ist sehr unschön. Wie kriege ich denn da ein Mikrofon dran? Mein Lightning-Anschluss funktioniert nicht. Die USB-C-Anschlüsse, Adapter, wie es sie gibt für die ganzen anderen Android-Telefone, die passen auch nicht. Man muss schon wieder speziellen Adapter kaufen. Es gibt einen Adapter bei Amazon, da steht nicht DJI drauf, der funktioniert auch. Der kostet dann auch nur die Hälfte, den habe ich mir besorgt. Der wird hier unten drauf gesteckt und dann kommt man da mit dem ganz normalen Standardkabel von dem Mikrofon drauf und kann es im Endeffekt dann nutzen. Ich baue das mal eben hier um, dann kann man das schön sehen, wie das geht. Dann kommt der da drauf. Nachteil des Ganzen ist natürlich, dass dieser Abstand hier riesengroß wird. Ne? Also mal eben schnell nur mit einem kleinen Halter fürs Telefon und ein Tripod darunter, das funktioniert nicht, dann schlicht man nämlich hier schon wieder auf. Das ist sehr blöd und was mich momentan auch noch so ein bisschen stört, ist, dass der Anschluss für das Mikrofon hier oben sitzt. Wenn man das Ganze zu weit dreht, dann guckt irgendwann die Kamera da rein und dann hat man den im Bild. Das ist so ein bisschen blöd, muss man halt immer sehen, dass man so ein bisschen so raushebelt und so ein bisschen in die Richtung arbeitet. Das geht auch, aber ich bin dabei, mir noch Gedanken zu machen, ob ich nicht mit dem Mikrofon auch ganz nach unten drunter komme oder so. Wenn man damit dann so mobil unterwegs ist, geht das mit Sicherheit auch ganz gut. So, dann haben wir ja noch die GoPro. Für die GoPro habe ich keinen Adapter, weil dieser Adapter, also erstmal habe ich für trockene Geschichten, also alles, was nicht nass ist, habe ich ja diese kleine niedliche Kamera dabei. Und wenn es nass wird, nehme ich die. Okay, wenn man jetzt mit dem Boot unterwegs ist, könnte man sie natürlich auch klasse benutzen und könnte dann auch da das Röde dran bauen. Der Adapter dafür kostet definitiv 59 oder 69 Euro. Das ist mir viel zu teuer. Deshalb werde ich dieses Setup werde ich nicht machen. Ich finde das frech, dass man es nicht schafft, für eine Kamera, die 400 Euro kostet, nicht doch einen Anschluss einzubauen, so dass man da direkt mit dem Mikrofon draufkommt. Das gleiche gilt außerdem auch für die DJI Osmo Action. Auch da braucht man einen Adapter. Der kostet aber nur die halb so viel wie der von GoPro. Könnte man sich fast bei der Anschaffung der Kamera überlegen, ob man das nicht dann in dem Setup gleich so macht, dass man sich dann die Kamera kauft. Also sollte ich mich jetzt überlegen, zu wechseln von GoPro weg. Vielleicht sieht ja jemand von GoPro das gerade und sagt, oh, dem Hüttmann, den tun wir jetzt mal was Gutes, dann melden wir uns jetzt mal. Der soll schön bei GoPro bleiben, ist immer willkommen. Ne? Würde ich eventuell sogar wechseln. So, was kann ich euch noch Schönes erzählen? Schatz, weißt du noch irgendwas, was ich erzählen soll?
Nee, mit dem Technik kenne ich nicht so gut wie du. Okay, also fassen wir noch mal schnell zusammen und dann beenden wir das Ganze hier auch mal. Für die Telefone braucht man Adapter, einmal um ans Telefon selber zu kommen, beim iPhone von Lightning auf Klinke, und dann braucht man das dementsprechende Klinkenkabel, weil das Standardkabel funktioniert halt nicht. Also dieses Kabel. Unten in der Description Box werde ich einen Link reinbauen, wo mit nach ihr das finden könnt. Den Lightning Adapter. Solltet ihr kein iPhone benutzen, braucht ihr immer noch einen USB-C-Anschluss eventuell, wenn euer Telefon USB-C hat. Und trotzdem dieses Kabel, weil das Problem bleibt das gleiche. Ja, und den Adapter kann ich euch auch verlinken, das ist kein Problem. Gestern Abend habe ich mir dann noch mal so ein bisschen was angesehen und habe jetzt mir so eine drahtlose Variante angesehen. Ist vielleicht auch noch über eine Überlegung, dass wenn man unterwegs ist, dass man sich halt so ein kleines Lavalier-Mikrofon anbaut und einen Sender an der Jeans hat und den Empfänger hier oben. Da muss ich jetzt aber mal gucken, was gut ist und was ich da gerne haben möchte. Ist da draußen irgendjemand, der mir einen Tipp geben möchte? Bin ich natürlich jederzeit dafür zu haben. Unten einfach in die Description Box oder schreibt mich einfach auf meine E-Mail-Adresse an. Würde mich sehr freuen. Ja, dann war es das eigentlich für heute. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt uns einen Daumen, abonniert uns und erzählt euren Freunden von uns, damit die auch bei uns schauen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und der Joke. Tschüss. Bis nächstes Mal. Jo, tschüss.